Hi Leute, ich bin's wieder, Jochen von S3 Velo Strausberg und in dem heutigen Video wollen wir euch einfach mal ein schönes Rad der deutschen Marke Diamant zeigen. Gar nicht so bekannt dieses Modell, Diamant Williger ist der Name und es bietet echt wirklich viele Möglichkeiten, angefangen vom Bikepacking bis zum Daily Bike könnt ihr mit dem Radl richtig viel anstellen. Es hat einen soliden Stahlrahmen. Es hat 3 Flaschenhalteraufnahmen, es hat einen Frontgepäckträger, einen Heckgepäckträger, richtig grob stollige Schwalbereifen sind schon verbaut, Schutzbleche, Nabendynamo, also man kann mit dem Rad wirklich aufsteigen, losfahren, ins Abenteuer starten oder einfach nur täglich zur Arbeit cruisen. Schaut es euch an, uns würde interessieren, was haltet ihr von dem Bike? Ist Stahl noch interessant für euch oder muss es immer der Alurahmen sein oder Carbon? Ja, wir sind hier in der Preisrange so unter 1.500 Euro und wir haben das Modell aktuell in allen Größen lagernd und daher einfach mal dieses Video, um euch ja, so einen kleinen Eindruck zu geben, was dieses unbekannte Rad alles so bietet. Viel Spaß beim Video und bis bald! Thank you.
Ja Leute, was für ein schönes Rad. Wir sind fertig mit der Endmontage, wiegen das gute Stück nochmal, um auch zu sehen, wie viel es auf der Waage bringt. In dem Fall 15,76 Kilo in der Größe XL. Und jetzt zum guten Abschluss gehört sich natürlich noch die Probefahrt zu machen. Marco testet hier einfach nochmal alles auf Herz und Nieren, prüft die Schaltung, guckt, ob die Bremsen so zupacken, wie sie es machen sollten. Und ich will euch einfach nochmal kurz die wichtigsten Details zum Radl erzählen. Wir haben hier einen richtig schönen, soliden Stahlrahmen mit einer guten Touring-Ausrichtung. Das heißt, eine entspannte Sitzposition habt ihr auf dem Bike, um einfach lange Strecken entspannt zu fahren. Ihr habt 50 mm Schwalbe-Reifen. Der Schwalbe-Marathon Mondial ist drauf mit einer hohen Pannensicherheit. Von der Schaltung her, wie man sieht, sind wir mit einem Kettenblatt vorne ausgestattet in der Größe 42 Zähne und hinten bietet die enorme Bandbreite von 11 bis 51 Zähne euch die Möglichkeit, wenn das Rad voll beladen ist, mit Front- und Hecktaschen über jeden Berg entspannt rüberzukommen. Der Namen Dynamo betreibt die LED-Frontlampe mit Standlicht und das Rücklicht hat eine USB-Ladefunktion und kann abgeklippt werden. Schönes weiteres Gimmick ist der solide, sich gut sitzende Brooks Ledersattel. Für viele immer noch so ein nettes Detail und passt auch, wie wir finden, zur Optik vom Rad. Und somit bietet es einfach eine coole Basis fürs nächste Bikepacking-Abenteuer oder um einfach das Rad tagtäglich zu benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein paar nette Details entdeckt habt oder einfach Bock auf das Bike habt, schreibt uns eine E-Mail, kommt vorbei in den Laden, fahrt's Probe und lasst euch einfach überraschen, wie sportlich und ja, gut sich so ein Stahlrahmen fährt. Und in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao.